Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. In nächster Zeit bzw. nächste Woche sicherlich werden keine Livestreams mehr unter der Woche kommen. Das heißt, ich habe auch keine Zeit. Ich bin da hundertprozentig beschäftigt. Man kann es Arbeit nennen, man kann es aber auch eben Beschäftigungsprogramm nennen, weil es ja über das Sozialamt eigentlich ist. Ich bin dort am Schnuppern. Es kann aber sein nachher, dass auch die kommenden Wochen, dass ich dort auch hundertprozentig arbeiten werde und dann habe ich keine Zeit, irgendwelche Livestreams, irgendwelche Videos zu machen bzw. auch zu zocken. Ich werde da viel zu müde sein, wenn ich nach Hause komme, so um, ich weiß auch nicht, 18 Uhr oder später, je nachdem. Deswegen werden die Livestreams eventuell am Samstag oder zwischendurch auch am Sonntag kommen. Das heißt einfach, der Stream normalerweise am Mittwoch und am Freitag, die fallen definitiv aus, die sind dann weg. Das ist das eine, ne? Also Streams kommen dann vielleicht am Samstag, vielleicht am Sonntag, je nachdem, wie fit ich bin, ne? Ich werde versuchen, auch Let's Plays wieder aufzunehmen. Ich habe ja einige Videos noch, die ich zu bearbeiten habe und schaue, dass ihr unter der Woche trotzdem noch irgendwelche Videos habt, wo ihr euch dann anschauen könnt. Es sind halt dann keine Livestreams mehr, sondern einfach normale Let's Plays, wie ich es früher auch gebracht habe und eigentlich auch bringen wollte. Die andere Sache, die ich nochmal erwähnen will, ist wegen Fortnite. Das Spiel interessiert mich eigentlich nicht wirklich, ne? Also es ist nicht so, dass ich mich enorm für Fortnite interessiere. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fortnite. Ne? Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil ich enorm viel spiele. Ja, zwischendurch macht es Bock, aber ich habe eher so Tendenz, es macht wenig Bock. Der Grund, wieso es zwischendurch Bock macht, ist eigentlich mit euch zu zocken. Ja, ich habe schon mehrmals gesagt, es geht eigentlich mir darum in Fortnite, erstens mal um den Spielspaß. Der ist aber oftmals nicht gegeben, wenn ich einfach nur alleine spiele. Oder weil eben manche Dinge überhaupt nicht so funktionieren, wie es sollte. Weil wieder ein Update kommt und es nicht verbessert, sondern verschlimmbessert. Sozusagen, die patchen irgendwelche Dinge raus, als sie das, was ja eigentlich schon problematisch war, noch mehr verbessern. Verschlechtern sie das einfach irgendwie eben. Ich hatte immer schon das Problem mit Schadensverteilung. Jedenfalls, ja. Es geht mir eigentlich in Fortnite nicht um das Spiel, deswegen, ich werde oft gefragt, was halte ich von dem und dem Skin und dem und dem und dem. Ich denke mir immer so, hä, von was redest du? Ist das ein neues Spiel? Worum geht's? Und so, oh, da kommt, ja, das ist der gerade im Shop ist. Und ich denke mir so, okay. Und ich muss ehrlich auch sagen, die letzten, ich glaube, 100 oder 200 Tage sind es schon fast, nee, 100 Tage wahrscheinlich. Mich interessiert der Shop momentan null. Null. Es gab in letzter Zeit nichts, was ich sagen kann, wo mich jetzt interessiert hat. Die andere Sache noch ist, ich spiele ja Retter die Welt. Der Grund nicht, weil es mir enorm Bock macht oder so, sondern um V-Bucks zu farmen für euch. Ich habe es ja auch gesagt, bei 500, bei 700 und bei 1000 Abonnenten auf YouTube sowie 50 Follower auf Twitch und 200 Follower auf D-Live werde ich einen 2000 V-Bucks Skin verschenken. Das habe ich ja auch bei den 350 Abonnenten gemacht. Also verschenken im Sinn von, es gibt ein Gewinnspiel oder so. Am Anfang waren es wer am meisten sinnvolle Kommentare in die Videobeschreibung, in den Live-Chat schreibt, der kriegt diesen 2000 V-Bucks Skin. Beziehungsweise er kann auswählen, was er im Shop will. Der erste hat jetzt den Skin genommen. Die rote Ritterin, naja, das war ja gut. So, die andere Sache, wieso stream ich denn überhaupt, beziehungsweise wieso spiele ich denn überhaupt so viel Fortnite, ne? Ganz einfach. Klingt doof, aber die meisten Leute spielen das, beziehungsweise ich finde dadurch mehr Abonnenten. Ich kann meinen Kanal mehr pushen, kann man so sagen, wenn man es so formulieren will. Ich werde so eher gefunden. Ist halt eine blöde Sache. Wenn ich jetzt einfach nur diese Spiele Let's Playen würde und nur das Let's Play machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich noch bei irgendwie 150 Abonnenten, ja? Wenn ich kein Fortnite spielen würde, ich wäre bei 150 Abonnenten wahrscheinlich. Vielleicht wären es sogar weniger, weil manche finden, ja, Let's Play, ja, das ist doch veraltet.
Ja. Ich wurde auch schon gefragt wegen, oh, wegen Profi-Gamer, beziehungsweise wegen schneller bauen und besser bauen und bla bla bla. Ich kann es euch sagen. Erstens eben, wie gesagt, das Spiel Fortnite interessiert mich eigentlich fast null. Ne? Also ich kann es zwischendurch spielen, aber ich habe ab und zu auch schlechte Laune, das merkt man nicht stream. Deswegen gehe ich auch schneller raus oder ja. Das Nervige ist auch zwischendurch die Kiddies, die herumschreien oder sonst irgendwas machen. Und die stumm ich entweder oder ich habe dann einfach gar keinen Bock, dann stream ich entweder nicht so lange oder ich werfe die einfach raus, was auch immer. Ne? Und ich meine, ich habe sehr viel Geduld, ich zock trotzdem mit denen, aber zwischendurch muss ich einfach sagen, nee. Eben das ist auch das, was mir in Fortnite eben überhaupt keinen Bock macht, zwischendurch diese Kiddies, die herumschreien und einfach reinkommen und ich kann das ja nicht mal nachmachen, ne? Und die beschweren sich die ganze Zeit über das Spiel, ne? Sie versuchen jeden zu pushen, regen sich aber direkt auf, wenn sie vor ein Vier-Team angegriffen werden und die anderen nicht hinterherkommen. Wenn jeder Ego im Solo spielt, wenn er eben ein Squad ist, ne? Mit vier Leuten ist, ist ja klar, dass er stirbt. Wenn jeder für sich irgendwo landet und irgendwo hinrennt und denkt, jetzt kommen alle anderen nach, ne? Es ist nicht so, dass sich jeder nach jedem richten muss, ne? Das wird ja auch nicht funktionieren. Ich meine, wenn jeder alleine irgendwo hingeht und davon ausgeht, dass jeder, wenn du irgendwo hingehst, dass alle anderen drei noch mitkommen, das funktioniert nicht. Gut, eben die andere Sache, wegen Pro-Gamer. Wenn ich jetzt ein Profispieler sein wollte, dann würde ich erstens mal mit Maus und Tastatur spielen, dann würde ich nur Solo-Runden spielen. Wenn ich mit der Community spielen würde, dann würde ich euch, beziehungsweise ich würde gar nicht das Mikrofon anhaben, sodass ich euch höre. Ich würde wahrscheinlich in den Stream fast nichts sagen, sondern nur zwischen den Runden irgendwas. Naja, es wäre relativ langweilig, erstens für mich und zweitens eben, ich will ja das gar nicht. Ich will kein Profispieler werden in dem Spiel, wo ich ja eh nicht mag. Mir geht es um den Spielspaß, mir geht es um das Unterhalten. Man hat es in dem Rocket League Stream gesehen, den ich kürzlich gemacht habe. Das nenne ich Unterhaltung. Klar, es ist jetzt, wir haben vielleicht auch über belanglose Dinge geredet. Aber ich fand es sehr lustig, ne? Wir haben uns gar nicht mehr so sehr auf das Spiel konzentriert, aber zwischendurch trotzdem gewonnen. Und so soll das sein. Es geht ums Reden, es geht um Unterhaltung. Ein bisschen, ja, ich meine damit nicht, dass jeder irgendwie was herumschreit und man gar nicht mehr versteht, was die Leute sagen, sondern man sich unterhält. Als wäre man nebeneinander und würde ihr so ein Kaffeetässchen oder Tee und ein bisschen reden miteinander, ne? So, die andere Sache eben, das mit den V-Bucks, das will ich noch weiterführen. Wenn ich 1000 Abonnenten bekomme dieses Jahr auf YouTube, werde ich natürlich noch andere Dinge machen. Bei 500 Abonnenten habe ich mir noch gedacht, dass noch etwas weiteres mache, und zwar in Minecraft, die Java-Version, wahrscheinlich noch einen Stream machen werde zu den 2000 V-Bucks-Skin, wo man gewinnen kann, ne? Wo eine Art wie eine Staffel oder sowas ist, aber auch ein Livestream im Sinn von, wo die Leute mitspielen können. Ich kann euch aber da schon sagen, es wird wahrscheinlich so hinauslaufen, und das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit meiner Community oder mit den Leuten, die da beitreten, dass es eskalieren wird. Ne? Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber auf der PlayStation 3 war das schon so. Die Leute kommen rein, es kommen Kiddies rein und so, und die fangen an zu streiten. Der eine macht dies, der andere macht das, der zerstört das, der jagt mit TNT irgendwas in die Luft, er verbrennt das Haus, was der andere gebaut hat, lootet die Kisten, die ihm nicht gehören, randaliert irgendwie irgendwo, tötet die Villager, was auch immer. So wird das hinauslaufen. Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber so werde ich das, so wird es wahrscheinlich aussehen bei dieser Java-Version. Ich werde dann auch noch, wenn ich die 500 Abonnenten habe auf YouTube, ich werde nochmal ein Video dazu sagen, also dazu machen, dazu sagen, ja genau. Ich werde in einem Video nochmal darüber reden, wegen diesem Minecraft Let's Play, beziehungsweise es ist ein Stream, kein Let's Play,
Vielleicht gibt es zweimal so einen Stream, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie es eskaliert, wird es nur einen geben. Wenn es weniger eskaliert ist, wird es vielleicht einen zweiten geben. Das hängt definitiv von euch ab. Ich habe das aber mal früher versprochen, dass wenn ich 500 Abonnenten habe, dass wieder ein Minecraft-Projekt kommen wird. Und ich will das auch umsetzen. Ich will dieses Versprechen einhalten. Dasselbe ist wie bei 1000 Abonnenten. Aber ich werde irgendwann sowieso einen wie hieß es nochmal? Die Windows 10 Version, egal, bei Bedrock Edition, genau. Sowieso mal eine weitere Staffel machen oder eine neue Staffel machen. Aber da werden nur die ausgewählten Mitglieder, beziehungsweise Abonnenten, Zuschauer, sonstige Leute, wo ich kenne, dabei sein. Und alle anderen, ihr könnt euch da sehr weit hinten anstellen, was ihr wollt. Ihr könnt schreiben, wie viel ihr wollt. Ihr werdet in diesem Ding nicht hineinkommen. Ich will einfach mit denen dann zocken, mit denen, wo wirklich gemütlich zocken kann. Aber eben das andere ist da eben mit der Java-Version, da könnt ihr von mir aus machen, was ihr wollt. Ich werde auch machen, was ich will dort. Je nachdem, wie es eskaliert, seid ihr dann selber schuld, wenn ich sage, ja, gut, entweder banne ich den, weil er die ganze Zeit irgendwas macht, oder ich beende den Stream. Ja. Ich werde da eben ein Video dazu machen. Gut, das war jetzt das und jo, ich glaube, weiteres habe ich gar nicht zu sagen. Doch, eins ist mir gerade noch eingefallen. Ich werde das Platoon kaufen und zwar für die View und werde da auch gerne mal Livestream machen. Ich weiß nicht, ob man da Turniere erstellen kann. Ich glaube eben nicht. Das ist, glaube ich, nur beim 2. der Fall, wo es für die Switch gibt. Die werde ich mir aber nicht kaufen, weil ich keine Switch habe und keine Switch kaufen will im Moment. Jedenfalls, das war das Infovideo. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls ihr Fragen habt, also fürs Zuhören, falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Macht's gut, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Tschüss.